Ja, man kann es kaum in Worte fassen, also für mich unbeschreiblich schön. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, da bin ich unheimlich stolz drauf. Und ja, wer weiß, wann Graz es wieder erleben wird. Ja? Aber mit den Fans, also was sich in letzter Zeit da entwickelt hat, es ist einfach umso schöner. Und heute feiern wir die nächsten drei Tage out of order einfach. Ja, schlussendlich haben sie mich beim aktuellen Absteiger nicht mitfahren lassen ins Trainingslager. Letztes Jahr bin ich mit zum Cupsieger geworden, heuer Master. Am Schluss läuft immer da. Ja, keine Ahnung. Mal Schadenfreude würde man nicht sagen. Aber ich freue mich trotzdem für mich persönlich und für die Mannschaft natürlich und für die Fans. Die stehen an allererster Stelle. Ich bin jetzt zweimal Meister geworden als Fan und jetzt bin ich einmal Meister geworden als Spieler. Man würde nicht zweit greifen, aber was will man mehr erreichen im österreichischen Fußball? Mein Europa-League-Sieger wird es nicht werden, Champions League-Sieger auch nicht. Sind wir letztes Jahr Cupsieger geworden, dieses Jahr Meister. Das wird das Optimum gewesen sein. Ja? Man soll nicht mehr nach höheren Sachen streben. Ja? Aber wenn es realistisch bist, viel mehr wird nicht drin sein. Du kannst da oben Meister werden, kannst das bestätigen. Ja? Wird sicher extrem schwer. Ja? Aber heute muss man sagen, das wird in die Geschichte eingehen. Ja? Und da bin ich ein Teil davon und da kann man echt alle stolz drauf sein. Und im Endeffekt glaube ich, dass es im Team einen enormen Zusammenhalt gegeben hat. Das über Jahre hinweg, das ich schon beobachtet habe, das bei Sturm immer gegeben hat. Ja? Und das macht schon Aussage im Endeffekt. Auch in die kritischen Situationen, wenn du eine Mannschaft hast, die füreinander einsteht und so, das ist schon okay so. Gell? Und da kann man schon stolz drauf sein. Ja, aber du glaubst, also 15 oder 25, also für uns macht das morgen keinen Unterschied mehr. Wir werden keinen Unterschied mehr zwischen 15 und 25.000 Leuten erkennen. Gell? Und das ist unser Ziel heute.